Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir starten das Video mit den Eiern. Ist egal, ich brauche einfach ein bisschen Staub. So, 2450, nicht schlecht. Ei Nummer 2. Godzilla, Alter. Godzilla ist so leidend. Nur 1600. Ernst wenig, Alter. Ist so. Nicht shiny. 1600. Ich glaube, mein Sternstück hat nicht gezählt. Ich habe es genau angemacht, wo ich das Spiel angemacht habe. Und dann kamen die Eier. Also bei dem hat es schon gezählt. 2319. Also bei ein paar anscheinend nicht. Da. Es sind alle 9 Eier übrigens. Pichu. 3200. Magpie. Aber alles nicht shiny. Und Knospi. Naja. Das war's. Okay. Bei einem fehlt 100 Meter. Aber jetzt sind wir erstmal wieder hier. Das ist das Baldorfischnest. Ich bin wieder hier auf der Jagd nach dem Lucky Baldorfisch. Und am Start habe ich. Das ist auch neu. Das hier. Mein GoPlus verbindet sich seit ein paar Tagen, seit einer Woche nicht mehr. Jetzt bin ich darauf umgestiegen. Vielleicht auch ein kleines Feedback zu dem Teil hier. Puh, ich habe hier irgendwo Unterschlupf gesucht, weil es ein bisschen angefangen hat zu regnen. Ganz leicht, aber nur. Ich habe eine Runde jetzt gedreht. War okay, 11, 12 Stück. Ein Lapis habe ich gefangen und ein Dratini. Das war nicht schlecht, das war ganz cool. Blende ich hier nebenbei nochmal ein. Ich versuche jetzt nach der ersten Runde die ganzen Baldorfische zu tauschen und hoffe auf ein Glücks. Weil wenn nicht, dann muss ich jetzt bei diesem Wetter noch eine Runde drehen. Also wünsche mir viel Glück. Naja, und bevor ich es wieder vergesse, dann liked das Video und abonniert, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt. Runde. Ich zeige euch mal, wie viel wir gegangen sind. Fast fertig für die zweite Runde Eier. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, beim vorletzten von der zweiten Runde, ich habe ihn endlich bekommen. Alter, ich hatte echt keinen Bock, nochmal eine Runde zu drehen. Vor allem der Weg ist so matschig und dreckig. Alter, der war echt leidend. Wir brüten jetzt noch die Eier. Dauert ja nicht mehr lang und dann jetzt glaube ich heim und dann reden wir noch über ein Thema. Okay, die Eier sind am Start. Ich bin gespannt. Wieder 9. Wobei, nee, 8. Einen habe ich in den Unendlichen gesteckt. 4600 Staub. Saftig. Nur noch Kleinstein, okay. 100er wäre nice. Checken wir später. Knapp 4000 Staub. Sehr, sehr saftig, der Staub. Am Wochenende kann die Money See Day reduzierte Kilometer fürs Brüten. Und dadurch, dass es jetzt momentan Doppelbombung und Doppelstaub gibt, kann man schon mal brüten. Alola Vulpix, das wäre auch nice. Da habe ich noch gar nichts Gutes. Nicht mal 98 oder 96. Bei Pichu weiß ich 270. Und das müsste der letzte gewesen sein. Und noch ein Gebot. 275. Oh, einen haben wir noch. Überraschend.
Und uns fehlt übrigens immer noch mein Tirps. Wir haben erst ein Faxo bekommen. Ein Palimpalim Baby. Schon heftig. Schon echt heftig. Und wie viel brüten wir, Alter? Abnormal. Oh, einen Zehner bekommen. Alles klar. Ich kann, glaube ich, eh nicht alle Plätze mit 7ern füllen jetzt, weil ich habe schon so viele Geschenke aufgemacht für heute. Aber naja. Mehr demnächst. Wir sind wieder zurück. Zum Glück das Lucky bekommen. Jetzt das heutige Thema von diesem Video. Der Zeittrick funktioniert nicht mehr. Er wurde abgeschafft. Man hat sich drüber gestritten. War das Cheaten oder war das Bug Abuse, ein Exploit, ein Vorteil sich nutzen? Ihr kennt meine Meinung dazu. Ich habe ein paar Videos dazu gemacht und auch erklärt, wie der Zeittrick genau funktioniert. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt nochmal abchecken, weil jetzt bringt es euch eh nichts mehr. Nochmal ganz kurz erklärt, was war das genau? Man konnte die Zeit auf seinem Handy entweder vorstellen oder zurückstellen und somit dann noch ein paar Sachen machen. Was genau man alles machen kann, das erzähle ich euch mal jetzt. Zum Beispiel konnte man in die Vergangenheit reisen und dann nochmal den Raid Pass holen, falls man zum Beispiel irgendwie vergessen hat, an eine Arena zu drehen oder so. Oder wenn man noch zu viele freie Raid Pässe hatte. Und so konnte man zum Beispiel 3 freie Raids an einem Tag machen. Zum Beispiel habe ich heute noch 2 freie Raid Pässe. Den ich bereits im Beutel habe. Und dann, wenn ich an einer Arena drehen würde. Also sagen, ich schaffe es trotzdem nicht, irgendein Raid zu machen. Und gehe in den nächsten Tag. Dann wäre sozusagen der Tag, der Raid von heute, verfallen, der Raid Pass. Also sagen, ich mache morgen früh doch noch ein Raid. Und dann gehe ich in die Vergangenheit, stelle die Uhr zurück. Und kann mir dann noch den Pass von gestern doch noch erdrehen. Und dann hätte ich halt ganz normal noch den Pass von heute. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das konnte man zum Beispiel machen. Dasselbe konnte man mit Quest machen, falls man mal einen Stempel verpasst hat, irgendwie nicht dran gedacht hat, dann schnell nochmal zurück in die Vergangenheit und dann nochmal den Stempel von gestern abholen. Selbes gilt auch für die Zukunft. Sagen wir, du verreist jetzt ein paar Tage und weißt nicht genau, ob du raiden kannst oder ob du Quest erfüllen kannst. Dann erfüllst du schon mal die Quest für morgen oder holst dir den freien Raid Pass von morgen schon mal ab und verbrauchst den. Dann musst du dir halt morgen keine Sorgen mehr machen. Mit Adventure Sync gab es dann auch so ein paar Tricks. Da konnte man zum Beispiel die Zeit vorspulen und bereits früher die Belohnung abholen. Ihr fragt euch, was das bringt. Dann zum Beispiel seid ihr Sonntagabend zu Hause. Ihr seid fertig gelaufen, ihr habt genau 2 Plätze frei. Für die Eier, für die Belohnung aus Adventure Sync. Und anstatt dass ihr jetzt schlafen geht und auf morgen wartet, holt ihr euch halt jetzt gleich die Belohnung, weil ihr garantiert 2 Plätze frei habt. Anstatt dass ihr morgen dann irgendwie nach dem Schlafen vollkommen vergesst, dass ihr 2 freie Plätze braucht für die Belohnung und dann dreht ihr doch noch an einer Arena. Ist mir auch schon mal passiert. Und stattdessen kann man einfach die Zeit vorspulen und dann bereits Sonntagabend einfach die Belohnung abholen. Zum Beispiel. Aber Feldforschungsdurchbruch zum Beispiel, ich habe den jeden Donnerstag. Und man kann zum Beispiel die Zeit vordrehen und dann holt man sich zum Beispiel Mittwochabend bereits den 7. Stempel ab und den Feldforschungsdurchbruch. Macht manchmal Sinn, wenn es so knapp am 9. Monat ist, dass man sich zum Beispiel noch einmal die alte Belohnung abholt. Anstatt oder einmal öfter die neue Belohnung. Kommt drauf an, was man lieber haben will. Ich mache das halt meistens, wenn ich streame oder so, damit ich dann im Livestream die Belohnung abholen kann. Weil den ganzen Tag die Feldforschung aufbewahren und dann am Abend streamen, das ist halt umständlich. Solange der Feldforschungsdurchbruch da ist, kann man die anderen Quests halt nicht einlösen und da den ganzen Tag dann drauf warten. Nur für den Stream. Ist eben halt umständlich. Also das sind alles Kleinigkeiten, die stören oder jucken eigentlich niemanden, wenn man das macht oder nicht macht. Das größte Problem, der größte Kritikpunkt waren die Raid Days. Weil mit dem Zeittrick konnte man beim Raid Day Arctos, Lavos, Zapdos und Gengar bisher 15 freie Raid Pässe bekommen. Oder 16, wie man es nimmt, oder 17. Aber auf jeden Fall 5 von der Gegenwart, vom normalen Tag, vom Raid Day. 5 von der Vergangenheit, wenn man zurückspult. Und 5 von der Zukunft, wenn man nach vorne dreht. Das hat die meisten so skeptisch gemacht. Das war so der größte Kritikpunkt. Dass man eben 10 freie Raid-Pässe bekommt, auf den Antex-Nacken. Aber abgesehen davon war es halt eine nette Möglichkeit, eine nette Option, sich ein paar Dinge zurechtzulegen, falls man die verplant hat, vergessen hat oder für die Zukunft, wenn man da mal keine Zeit hat. Also ich fand es nicht schlecht. Zum Beispiel auch letztens auf meiner Lucky-Jagd mit dem Kollegen Julian ein bisschen getauscht. Natürlich haben wir so viel getauscht, das 100er Limit, also man kann 100 Pokémon am Tag tauschen, direkt erreicht. Und ja, dass wir uns da nicht umsonst oder unnötig getroffen haben, habe ich natürlich die Zeit vorgespult. Und dann haben wir am nächsten Tag sozusagen noch getradet, also das Limit erhöht auf 200 sozusagen, damit wir halt nicht umsonst uns da treffen und dann irgendwie uns da nochmal treffen müssen oder so. Kann man natürlich auch zum Beispiel beim Spezialtausch machen. Man kann natürlich nur einmal am Tag einen Spezialtausch machen und natürlich versucht man da auch Lucky irgendwie zu bekommen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein legendäres 1:1 gegen ein legendäres tauscht, dann ist die Chance vielleicht nicht so hoch, einen Lucky zu bekommen. Problem ist halt, jeder hat nur einen Spezialtausch am Tag, weil möglicherweise ist es ja effektiver, ich tausche dir ein altes Pokémon gegen dein Legendäres. Er braucht für mich zwar auch einen Spezialtausch, aber dadurch erhöht sich die Chance für dich, einen Lucky Legendäres zu bekommen. Problem ist,
ich kann mich jetzt nicht revanchieren oder du kannst dich nicht revanchieren und dasselbe für mich machen und ein altes Pokémon gegen das Legendäre tauschen, damit ich auch eine erhöhte Chance auf ein Lucky Legendäres habe, weil nur ein Spezialtausch pro Tag. Und das konnte man eben umgehen, indem man die Zeit vorgespult hat und dann konnte man eben zwei Spezialtauschen machen. Das hat halt vieles vereinfacht. Einen großen Vorteil hat man halt nicht unbedingt bekommen. Man hätte sich halt zum Beispiel in dem Beispiel einfach den nächsten Tag nochmal treffen müssen. Ist halt sehr umständlich. Das hat halt die Zeit gespart, aber abgesehen davon, nur bei den Raid Days hat man halt krassen Vorteil bekommen und einfach 10 freie Raid Pässe bekommen. Aber abgesehen davon, nur eine Kleinigkeit, um das Leben ein wenig einfacher zu gestalten. Aber Niantic hat das jetzt gestoppt. Die haben das jetzt behoben, den Fehler. Und wenn man jetzt trotzdem das macht, irgendwie, keine Ahnung wie, falls das geht, dann, meiner Meinung nach, dann würde man erst jetzt cheaten. Davor war es halt Bug Abuse. Man hat sich einen Vorteil genutzt, aber nicht gecheatet, meiner Meinung nach. Wenn man es jetzt machen würde, jetzt wäre es cheaten. Aber naja, an sich ändert sich nicht allzu viel. Das war's von mir, Leute. Wir haben einen Lucky Balderfisch. Mehr will ich gar nicht. Ich bin zufrieden. Eure Meinung zum Zeitvorstellen, Rückspulen, was auch immer, zum Zeitspringen, unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.